Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von Max und die Wilde Sieben, die Geisteroma, die Fortsetzung von Max und die Wilde Sieben. Das Sequel erscheint am 1. Mai 2024 in deutschen Kinos und wir konnten es schon sehen und mit wir meine ich unter anderem die Lida. Hallo Lida. Hallo. Und mich selbst, der, ja, geisterst du. Hallo zusammen. Lida, eine Frage. Hast du den Vorgänger gesehen, den ersten Teil? In der Tat habe ich das, ja. Dann bist du mir um einiges voraus, denn ich wusste tatsächlich gar nicht mal, dass es einen ersten Teil gibt. Und zu meiner Schande muss ich auch gestehen, ich habe vor 3 oder 4 Jahren den Kollegen Paul zu diesem ersten Teil interviewt und habe es komplett vergessen. Ja, schon, in der Tat. Ja, wirklich. Ich schäme mich wirklich sehr, aber jetzt habe ich den zweiten Teil gesehen. Und kannst du uns eben kurz erklären, Max und die Wilde Sieben, die Geisteroma, was ist die Geschichte des Films? Der Film greift da auf, wo der erste aufhörte und wo auch die Buchserie, auf der das Ganze basiert, weitermachte. Wir haben hier also nach der Verfilmung des ersten Bandes für den ersten Film die Verfilmung des zweiten Bandes. Und Max, der, so viel zum Kontext, im Altersheim lebt mit seiner Mutter. Warum? Weil die Mutter auf dem sehr schicken Seniorenstift in einem Schloss als Pflegekraft angestellt ist und auch Max da mit ihr in eine Personalwohnung, allerdings eine überaus schöne, offenbar eingezogen ist. Und er hat auch im ersten Teil Freundschaft geschlossen mit einem wilden Seniorentrio, das besagte Wilde Sieben ist. Die sitzen immer im Speisesaal an Esstisch 7. Die drei und Max unternehmen jetzt auch wieder neue Detektivumtriebe. Sie sind sozusagen Hobbydetektive, hatten auch im ersten Teil einen Fall. Und hier gibt es nun unheimliche Geräusche, die der einen aus diesem Trio zu schaffen machen, dargestellt von Uschi Glas. Die beiden Herren glauben nicht so richtig, dass es auf der Burg spukt, aber so viel steht fest, die unheimliche Stimme, die sie nachts immer hört, die raubt ihr den Schlaf. Und wenn das Ganze nicht bald geklärt wird, dann will sie den Seniorenstift verlassen und würde damit natürlich jetzt auch die wunderbare Freundschaftskonstellation auflösen. Und damit das nicht passiert, muss Max fleißig mithelfen. Der hat aber inzwischen eigentlich seine eigenen Probleme. Nämlich möchte er gerne in die Fußballmannschaft in der Schule aufgenommen werden, in der auch seine beste Freundin mitmacht. Aber er kann eigentlich gar nicht besonders gut Fußball spielen. Das sollte aber kein großes Problem sein, denn sein einer Seniorenfreund Horst, die anderen beiden heißen übrigens Vera und Kilian. Horst ist mal Fußballtrainer der Nationalmannschaft gewesen und somit verspricht er auch Max ein bisschen zu trainieren. Ja, vielen Dank. Es steckt eine Menge drin für einen 90-minütigen Kinderfilm. Du hast es schon wunderbar gesagt. Ich kannte, wie gesagt, den Vorgänger habe ich nicht gesehen und ich finde, dass gerade auch deutsche Kinderfilme für mich oft dieses Problem haben, dass sie immer zu, wie soll ich es ausdrücken, zu theatralisch, zu gespielt. Man merkt immer, dass sie was Filmisches haben. Und meine Güte, dieser Film ist durchzogen davon. Es gab wirklich Szenen, wo ich das Gefühl habe, die Leute stehen da nicht vor der Kamera, die stehen auf einer Bühne und haben Angst, dass derjenige in der letzten Reihe nicht weiß, was sie gerade machen. Deswegen wird alles so ein bisschen übergespielt, überproportioniert. Und ich hatte so ein bisschen die Frage, glauben die, dass Kinder dumm sind? Weil es wirklich Momente gab, wo ich mich, glaube ich, wenn ich Kind gewesen wäre, ein bisschen verarscht vorgekommen hätte, wenn irgendwie jemand nochmal extra mit dem Fuß auf den Boden aufstampft, um zu zeigen, dass er sauer ist. Wie ist es dir da ergangen? Ja, diese Problematik hat nicht nur dieser Film, sondern wie du es bereits sagtest, generell das Kinderkino, gerade wenn es sich an kleinere Kinder richtet, ist da dieses Mehr ist mehr, dieses übertriebene Theatralische oder auch in der Inszenierung das überdeutliche Unterstreichen von emotionalen Cues, damit die Kids auch genau wissen, wann sie lachen sollen, wann sie bedrückt sein sollen.
das fand ich hier zum einen sehr schade, dass das hier drin ist, aber auf der anderen Seite, und das ist so ein Paradox dieses Films, hat er manchmal ein inszenatorisches und darstellerisches zu wenig. Da geschehen nämlich Dinge, die sehr berührend sein sollen. Du hast aber kaum Emotionen und vor allem aber auch, der Film heißt Die Geisteroma. Es geht ja scheinbar zumindest am Anfang um Spuk auf einer Burg. Die Burg schon als Setting ja eigentlich ideal gemacht, um ein bisschen klassische Gruselstimmung aufzufahren. Aber der Film macht gar nichts in dieser Richtung. Wir haben hier nicht mal ganz harmlose Spukatmosphäre. Wir haben keine düsteren Szenen. Wir haben keinen Mummenschanz oder so bei Nacht. Und da denkt man sich wirklich, da wäre doch mehr gegangen. Und das hätte doch bestimmt den Kindern auch Spaß gemacht, ohne sie jetzt gleich zu verstören. Es gab eine Szene, wo ich dachte, okay, das geht so ein bisschen in eine gruselige Richtung, aber ich glaube auch nicht, dass es ausreicht, um ja Zuschauer, die das sechste Lebensjahr schon hinter sich gebracht haben, wirklich zu erschrecken oder zu gruseln. Aber es stimmt schon, er macht wirklich sehr wenig. Allgemein macht der Film irgendwie sehr wenig. Ich habe den Vorgänger nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, im Vorgänger ist ja auch Max Mutter noch von der Partie, gespielt von Alvara Höfels. Die fehlt ja hier komplett. Da siehst du ja am Anfang, wie irgendeine Hand aus dem Auto winkt und sagt, tschüss, ich lasse dich jetzt mal alleine für gefühlte 20 Wochen oder so. Du machst das schon. Das fand ich ein bisschen seltsam. Und was ich wirklich am allerseltsamsten fand. Und dazu muss man sagen, ich habe halt mal eine Zeit lang auch im Altenheim gearbeitet. Und ich weiß auch, es gibt staatliche Altenheime, es gibt private Altenheime, es gibt Luxusaltenheime, aber was zum Teufel ist denn das, wo die da wohnen, diese Burg? Das ist ja so idealisiert, das ist ja Denver-Clan vom Altenheim. Also das, ich weiß nicht warum, aber ich kam damit nicht klar, dieses Romantische, weil wenn du halt sagst, es spielt im Altenheim, dann lass es doch bitte auch im Altenheim spielen, aber das ist kein Altenheim, was sie da zeigen. Das ist, wie gesagt, das ist eine komplette Romantisierung. Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin da in der Tat schon sehr abgestumpft, weil ich es als jemand aus der Unterschicht mein ganzes Leben lang gewohnt bin, dass man eine Welt dargestellt sieht im Kino, in der die Leute auf eine Weise begütert sind, von der man weit entfernt ist, dass sie quasi in einer Art Parallelwelt leben. Aber hier ist das wirklich abgehoben bis zum völligen Realitätsverlust. Zum einen erstmal der Punkt, den du schon angesprochen hast, das ist kein Altersheim, das ist ein Luxushotel. Es mag durchaus sein, dass es solche Seniorenstifte für die Haute-Volée wirklich nicht, wir reden jetzt nicht von Mittelschicht oder gehobener Mittelschicht, wir reden jetzt wirklich von Millionären. Gut, die eine hier, die von Uschi Glas dargestellt wird, Vera, war mal eine gefragte Schauspielerin. Da gibt es übrigens auch einige durchaus nette Szenen, in der Uschi Glas alte Filme aufgefahren werden. Für so jemand wäre das dann noch irgendwo glaubwürdig, wenn man sagt, ja, hier haben wir eine Elite-Dame, die sich hier leisten kann, unter so luxuriösen Umständen zu leben. Aber der nächste Punkt auch, praktisch niemand in diesem Seniorenheim wirkt überhaupt pflegebedürftig oder so, als ob er auch oder sie auch nur Betreuung oder Hilfe bräuchte, sodass man sich fragt, warum sind die Leute denn überhaupt da? Denn die könnten ja super alleine leben, ohne dass sie irgendwelche Assistenz oder dergleichen bräuchten. Und man sieht in diesem ganzen Seniorenheim auch, abgesehen von einer einzigen Dame im Rollstuhl, die dann leider das Opfer von meiner Meinung nach schon grenzwertig so ableistischen und sehr unangenehmen Witzen ist, in denen sie eben ständig irgendwie umkippt, sich verletzt oder einen Fußball an den Kopf kriegt. Das finde ich dann auch nicht so komisch, gerade wenn man sich darüber amüsiert, haha, da ist ja jemand im Rollstuhl, der jetzt mal hier einen Berg runterrollt oder umfällt. Was ist denn daran bitte witzig? Also der Humor ist dann doch sehr daneben. Und auch sonst sieht man niemanden, der irgendwie Gehhilfen bräuchte, niemanden, der Assistenz beim Essen bräuchte. Wir sehen niemanden, der dement ist oder dergleichen. Und gerade das ist ja nun die ständige Realität in einem Altersheim. Wir sehen auch übrigens praktisch nie Familien, die mal zu Besuch kommt und die mit den Senioren Zeit verbringt oder so. Also wie du bereits sagtest, ist es nicht nur idealisiert, es ist auch selbst für ein luxuriöses Altersheim völlig entfernt von der Realität oder irgendeiner Lebenspraxis. Ja, also was mich auch wirklich
nicht aufgeregt hat, aber wo ich ja nicht mehr klar kam, wie auch diese titelgebende wilde Sieben mit halt eben diesem Max interagieren, die halt, also der Film möchte mir wirklich weismachen, dass das wirklich die besten Freunde sind und ey, ich sage ja gar nicht, dass es nicht sein kann, dass Menschen 70 plus mit dem 11-Jährigen irgendwie sich gut stellen können, aber Freundschaft ist dann noch ein bisschen arg viel, vor allem, weil, und da kommen wir wieder zu diesem Problem, dieser, wie es gespielt wird, das ist halt einfach so hölzern alles, dass es hat keinen Drive, es hat keinen Flow. Das wirkt halt wirklich wie Bauerntheater. Und ich möchte das gar nicht so sehr auf die Darsteller schieben, die ich schon in anderen Filmen gesehen habe, wo sie es besser gemacht haben. Aber wenn zum Beispiel so eine arme Nida Petri gezwungen ist, so eine Oberschwester zu spielen und wirklich Sätze sagt, wo ich mir dachte, das tut mir so leid, weil ey, ich weiß, es ist ein Kinderfilm, aber man kann doch auch Kindern wirklich gut geschriebene und gespielte Dialoge servieren und nicht so dieses Malen nach Zahlen Ding, was die hier Dialoge nennen. Es war ganz, ganz furchtbar stellenweise für mich. Ja, da hapert es dann auch oft sehr mit der Logik. Zum Beispiel haben wir hier den Aspekt, dass Max als seine Mutter, die in der Handlung nicht vorkommt, weil sie in Urlaub nämlich ist, offenbar ohne ihren Sohn, es soll ja auch richtiger Urlaub sein. Ja, Mama ist also weg und er übernachtet bei einem dieser drei Senioren der wilden Sieben, die natürlich alle Mehrzimmer-Apartments haben. Ne? So viel nochmal zum Thema unrealistische Darstellung. Also im Altersheim ein großzügiges Zimmer darf man sich glücklich schätzen, aber ein Mehrzimmer-Apartment, wie dem auch sei, da übernachtet er jedenfalls. Und das ist ja auch so eine ganz bizarre Konstellation. Die Leute sind ja im Altersheim, weil sie selber Betreuung und Hilfe brauchen und dann das eigene Kind zu jemandem geben, der eigentlich selber Betreuung bräuchte zur Betreuung, das und dann auch noch als Schwester, die da angestellt ist, das dürfte sie gar nicht, dass das wäre überhaupt nicht erlaubt, dass man seinen Nachwuchs da einfach bei den Senioren übernachten lässt. Da fragt man sich ja auch zum Beispiel, warum denn nicht bei anderen Pflegekräften oder dergleichen, aber auch ohne erwachsene Bezugspersonen. Das ist ja völlig, völlig bizarr. Auf so vielen Ebenen. Ja, also bizarr trifft's ganz gut. Also für mich wirkte der Film wirklich stellenweise fast schon überbizarr. Und auch diese Geschichte mit dem Fußball, dass ja Max, du hast es schon gesagt in der Synopsis, dass seine beste Freundin halt einfach besser Fußball spielt, wo ich mir auch denke, ja, okay, so be it. Was ich auch sehr seltsam fand, mich auch gestört hat, ist, es gibt so einen Moment, wo halt im Kreis der Verdächtigen halt der Koch und die Küchenhilfe oder so jemand ist. Und wie der halt dargestellt wird, das ist so, als ob es für ihn wirklich das Größte der Welt ist, für diese Leute zu kochen. Und ich dachte mir, der arme Mann. Und dann erfährt man halt im Laufe des Films auch noch was über sein Hobby und dann wird es noch so ein bisschen dargestellt, als ob es so der Freak wäre. Und der arme Mann, das tat mir so leid, wirklich. Ja, natürlich kriegen die alle nur mehrgängige 3-Sterne- oder 4-Sterne-Menüs hier in diesem Senioren-Luxushotel. Und wie du bereits sagtest, wirkt das mehr als amateurhaft, wie wir hier Verdächtige haben, von denen aber von Anfang an, denke ich, auch für Kinder klar ist, der oder die können es nicht gewesen sein. Und dann am Ende ohne irgendeine Form von größerem Kontext oder dass man ein bisschen mitraten kann oder bestimmte ja Hinweise oder Clues oder so hätte, gesagt würde, okay, Person X war es gewesen. Und dann wird dann kurz erklärt, so nach Sherlock Holmes Manier, und darauf wies bereits hin, A, B, C, D, E, F, G, was wir hier alles nicht gesagt haben, aber ups, hier sind sie, die ganzen Indizien, und da haben wir jetzt den Schuldigen oder die Schuldige. Das ist doch wirklich enttäuschend, denn was bei einem Krimi ja auch den Kids Spaß machen sollte, wäre ein bisschen mitzuraten, ein bisschen Spannung zu haben, zu überlegen, wer könnte es gewesen sein, war es die, war es der. Anstatt dass man da erst gar nichts aufbaut und dann willkürlich eine Person auswählt und sagt, Schuldiger, erledigt, Film vorbei. Und genauso banal lösen sich dann auch einmal die Fußballprobleme, die es da gibt. Da gibt es dann eben auch Streit zwischen Max und seiner besten Freundin. Und dieser Streit, der wird ebenso vom Zaun gebrochen, dass er überhaupt nicht glaubwürdig ist, wie er dann auf einmal wieder sich in Luft auflöst, oh, alles gut. Und da haben Kinder einfach mehr verdient, denn man soll ja auch daran ein bisschen was lernen können als Kind.
Wie kann man mit Konflikten in der Freundschaft umgehen? Wie kann man sich entschuldigen oder sich wieder versöhnen oder eine Entschuldigung annehmen oder mit so problematischen Situationen umgehen? Zum Beispiel wäre es ja irgendwie auch okay zu sagen, okay, dann spielt sie halt besser als er in der Fußballmannschaft und er ist halt nicht in der Fußballmannschaft. Wo ist da eigentlich das Problem? Kann man damit nicht klarkommen? Ja, vor allem, weil der Film ist ja auch wieder so ein bisschen dann wieder verwässert, weil ja auch dann der Fußballtrainer, also der böse Fußballtrainer, ja auch mitschuld ist, warum er nicht so gut ist. Anstatt einfach zu sagen, pass auf, Max, du magst zwar Fußball, aber es tut mir leid, du bist einfach nicht so gut. Damit konfrontiert der Film einen dann, also Max-Figur dann auch zu selten oder nicht richtig, weil dann, wie gesagt, der Trainer immer noch so als Ausrede herhalten kann, weil der Trainer halt ein Arsch ist. Ne? Ja, und Max hat dann eben auch noch so einen Erzfeind in der Schule, der ihn so ein bisschen schikaniert. Hm. Und dieser Erzfeind wandelt sich dann in letzter Sekunde auf einmal zum netten Typen. Und die beiden schütteln sich die Hände, aber auch ohne, dass diese Versöhnung oder dieser Schritt Richtung Kameradschaft psychologisch glaubhaft oder irgendwie erklärt wäre. Das wäre dann einfach nur so, okay, ja, gestern war ich noch total arschmäßig, hab dich gehänselt und rumgeschubst, aber hey, heute bist du mein Kumpel. Also, sorry, aber du weißt warum? Ja, gestern Montag ist ja Bulli-Tag, aber heute ist Dienstag. Dienstag ist ja Versöhnungstag. Naja, so läuft das ab. Es ist wirklich, wie du sagst, das ist psychologisch, ist da, macht überhaupt gar keinen Sinn. Es wird halt einfach gemacht, weil die Laufzeit halt vorbei ist. Das ist so der Grund. Ja. Wobei ich einen kleinen positiven Aspekt hier aber doch anmerken möchte, wo der Film es zumindest schafft, einen Ansatz zu was Gutem darzustellen, nämlich, dass Max es wirklich versucht, ihm auch gesagt wurde, komm, du musst dich einfach nur richtig anstrengen, du musst es probieren und den Mut haben, hier zu spielen und teilzunehmen und das dann aber, und ich denke damit angesichts der Spannungskurve des gesamten Films, spoilere ich hier jetzt doch nicht so viel, da die meisten Zuhörenden ja ohnehin dann wahrscheinlich mit euren Geschwistern, Neffen, Nichten, Kids, Großcousinen und so weiter hingeht und nicht unbedingt aus eigenem Interesse. Die verlieren dann eben doch Max Mannschaft, aber dass es nicht so dramatisch ist, dass man hier also einmal doch, was ganz gut zu bewerten ist, diese Konstellation hat, sich wirklich zu bemühen und an sich zu glauben, ist schön. Aber manchmal reicht das eben doch nicht, um zu gewinnen. Und leider wird es in sehr vielen Kinderfilmen gerade immer so dargestellt, du musst nur an dich glauben und dann gewinnst du auch. Und dann kann die immer nur mit schiefer Stimme gesungen hat, auf einmal eine opernwürdige Vorstellung geben. Und der Typ, der nicht bis 3 zählen konnte, wird Mathematik-Weltmeister oder sowas. Und das ist eben im letzten Leben, im realen Leben nicht immer so ist. Manchmal glaubt man an sich, manchmal versucht man es wirklich und wird halt trotzdem nicht gut genug. Ja, man muss ja auch sagen, dafür kriegen sie halt, also lösen sie halt den Kriminalfall. Ne? Das ist, also er hat schon seine Momente, wo er siegreich ist, aber stimmt das mit dem Fußballspiel, das ist mir auch positiv aufgefallen. Mit dem Kriminalfall, gut, da kann man natürlich argumentieren, das ist ein Kinderfilm, trotz allem, dieser Kriminalfall ist halt so lachhaft, weil es sind so wenig Figuren in diesem Film drin, dass relativ klar ist, wer derjenige ist oder diejenige ist, die dahinter steckt und auch das Motiv. Und wir hatten bei uns in der Vorführung auch ein paar Kinder und einer davon sagte nach einer Stunde Film, schrie er so raus, das ist er, und er hatte recht. Ja, und es wirkt eben auch sehr bizarr, was da als Motivation angegeben wird, dass man sich wirklich denkt, so ein gigantischer Aufwand nur um dieses oder jenes zu erreichen, wo man sich dann auch denkt, so wieder angemessen an der realen Situation, wie schwer ist es, einen Platz in einem Seniorenheim zu bekommen, dass man sich so denkt, okay, wenn die Leute solche Machenschaften auffahren müssen, um ihre Zimmer zu belegen, was ist das für eine Problematik? Also auch ein Kriminalfall mit sehr wenig Fallhöhe, mit sehr wenig Spannungspotenzial. Im ersten Teil wurde da wenigstens noch was geklaut, sodass man das Gefühl hatte, okay, hier gibt's ein bisschen was, was auf dem Spiel steht. Max Mutter drohte da die Entlassung, weil sie verdächtigt wurde, geklaut zu haben. Da ist noch so ein bisschen was da, aber hier wirkt das nun wirklich so lapidar, dass man sich denkt, ja, mein Gott, also was für ein Aufwand für nichts. Ja. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, es gibt einen neuen Hauptdarsteller, also der Max-Darsteller wurde ausgetauscht, vermutlich weil der Junge, der im ersten Halbjahr gespielt hat, einfach alt geworden ist. Wie konnte er es wagen? Das sei hier immer noch erwähnt. Ja. Ich weiß selber nicht. Selber vom Reiz für einen Seniorenstift. Ja, das wär's jetzt. Ja.
Genau, und auch seine im Film beste Freundin Laura, die wird jetzt von Clara Nölle dargestellt und nicht mehr von der Darstellerin des vorherigen Teils. Okay, ja. Mal so an dich gefragt, die den ersten da gesehen hat, welcher Teil ist besser, der erste oder zweite? Wirklich mit Abstand der erste. Und da muss man auch sagen, die drei hier Senioren der Wilden Sieben, Uschi Glas, Günther Maria Halmer und Thomas Thieme, die machen das wieder ganz gut. Das sind auch die drei, die im ersten Teil da waren und den im weitesten Sinne am Laufen hielten. Und mit denen entstehen auch die nettesten Szenen. Mhm. Es ist jetzt kein Film, dem man furchtbar böse sein muss. Aber mir ist hier schon aufgefallen, dass die beiden Kinderdarstellenden doch deutlich schwächer spielen. Und das bisweilen so schwach, dass ich, ja, man möchte nun nicht gemein sein, weil es Kinder sind, aber da hätte man doch vielleicht noch ein bisschen weiter casten können. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand bei den Wilden Sieben die beiden Herren ganz okay. Wie gesagt, die spielen halt sehr theatralisch. Aber ich hatte das Gefühl, Uschi Glas hat, glaube ich, echt in ihrem letzten 30 Karrierejahren vielleicht dann doch zu viel Fernsehen gemacht und zu wenig Kino. Die fand ich echt nicht so berauschend. Ja, berauschend fand ich hier nun niemanden aus der gesamten Besetzung. Also bestenfalls ist man sagt, ja, ganz gut, ganz nett, kann man sich soweit angucken. Ich nehme es hier auch niemandem übel, dass er oder sie nicht mit vollem Engagement sich in die Rolle wirft, denn wie es du und ich schon sagten, da ist halt sehr wenig da und die Figuren agieren willkürlich, oft unmotiviert und sinnlos. Und dann gibt es eben auch keine richtig ausgefeilten oder zumindest solide ausgebauten, ausgefeilten, muss es ja nicht mal sein, einfach nur glaubhaft substanziellen Figuren, wo man sagt, gut, das kann man nachvollziehen, das existiert hier einfach nicht. Hast du noch irgendwas, was du zu Max und die Wilde Sieben, die Geisteroma, sagen möchtest, außer ein Fazit? Es gibt noch einen dritten Teil, also macht euch auf was gefasst. Ich bin semi gespannt. Okay, ich mache mal einen Anfang mit dem Fazit. Für mich war das die Art von Kinderfilm, Kinderkino, mit der ich nichts anfangen kann, nämlich ein Kinderkino, das, wo ich eigentlich das Zielpublikum bin. Es gab ein paar Sachen, die fand ich arg fragwürdig. Ich erwarte ja wirklich nicht, dass das sozial realistisch gezeigt wird, wie so ein Altenheim funktioniert, aber was da als Altenheim gezeigt wurde, dachte ich, das kaufe ich einfach nicht. Das hätte man dann auch anders verkaufen oder anders erzählen können, dass es einfach drei reiche Leute sind, die in der Burg wohnen oder so, aber das, weiß ich, das hat mir ein wenig gegeben. Ansonsten, wenn ihr mit euren Kindern da rein müsst, dann tut es mir für euch leid. Eure Kinder werden vielleicht ein bisschen Spaß haben, aber ihr definitiv nicht. Deswegen mein Tipp, wenn die Kleinen alt genug sind, dann ja, lasst sie alleine ins Kino gehen und ihr geht nach draußen oder guckt euch was anderes an. Ich für meinen Teil, für mich war die Geisteroma leider gar nichts. Lida, wie sieht's bei dir aus? Ja, Lisa Marie Dickreiter und Winfried Oelsener haben die Buchvorlage verfasst und auch hier Drehbuch sowie Regie übernommen. Man merkt, dass die beiden nicht vom Kino kommen und auch was Drehbuchschreiben angeht, offenbar wenig Erfahrung haben, abgesehen vom ersten Teil, den sie bereits zusammen gemacht haben. Dann ist es manchmal einfach besser, wenn man das Leute übernehmen lässt, die das verstehen und dann gegebenenfalls auch Dinge so abändern, dass sie überhaupt funktionieren. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass die Dinge, die wir da im Film gesehen haben, wenn sie dann im Buch genauso dargestellt sind, im Buch funktionieren. Denn das geht einfach nicht. Daher findet ihr sicher viele, viele bessere Werke, die ihr mit den Kids angucken könnt als diesen Film. Ja. Alternativ könnt ihr auch einfach mit den Kids die ganzen Besprechungen am Telestammtisch hören. Die findet ihr überall, wo es Podcasts und Likes gibt und auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Damit sind wir hier durch. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lida, dir gebührt das letzte Wort. Ja, aus der Spuk. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.